Warum ist Camille E während Root intended, wenn das so OP ist? Ich verstehe die Frage nicht. Warum ist Camille E während Root intended, wenn es so OP ist? Alter, das ist eine Frage, die ist seltsam. Nur weil es jetzt meiner Meinung nach OP ist, sollte removed werden. Vielleicht sagt ein anderer Camille-Spieler, das überhaupt nicht OP. Also es gibt ja viele Spells, die sehr OP sind, aber es ist intended. Alter, dass Veigar's Cage deine Dashes abbricht und einfach ganzes Areal zonen kann, ist mega OP. Warum ist das intended? Zarya unverwundbar wird während der Ult, ist mega OP. Warum ist das intended? Also es gibt ja viele Spells im Game, die halt sehr, 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 sehr stark sind. Und in der richtigen Situation sehr, sehr OP sind. Das musst du die Riot Developer fragen. Margit ist OP. Margit war am Anfang OP. Für den Souls Noob ist Margit OP. So, was gehen wir hier? Sehr viele Frontliner, es muss sein. Ich habe ihn lange nicht gespielt. Ravenous Hydra, Black Cleaver. Wir schredden die Frontline. Keine Titanic Hydra, Ravenous Hydra. Also, es gibt sehr selten einen Urgott-Engel, aber das ist ein Urgott-Engel. Worauf aus den 8 man Urgott spielt, auf sehr vieles. Gib mal gerne Ausrufezeichen W ein, da wird die W erklärt. Die W hat sehr viele mechanische Anwendungspotenziale, ne, das An- und Ausmachen vor allem. Deine E ist ein Tristana-Jump, du kannst ihn also buffern und damit cessieren gehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn Gragas mich Bodyslamp, mich treffen lassen und ihn dann trotzdem flippen. Deine Q ist sehr wichtig für Sachen für Reapproach Velocity, um deine W-Markierung zu platzieren, deine Ult etc. Also sehr vieles. Warum würdest du das tun? Bam, Junge! Jetzt werde ich nicht rausgepusht, das heißt, wenn ich gegankt werde, ist es gar nicht so gut für mich, aber es ist halt trotzdem einfach weird. Ich habe 3, werden wir es noch outplayen. Ja, ist nicht gut für mich gewesen, er hat gesmurft, honestly. Jetzt ist es super für ihn, aber er muss wieder auch basen. Die Sache mit Zauber, der Champion stirbt halt nicht. Er stirbt einmal, aber er farmt die Wave halt trotzdem, ne? Wenn er jetzt direkt base, die Wave ist immer noch fein, kann ich sie nicht wirklich rauspushen. Wenn ich Recall TP'le, bin ich immer noch fuck dabei, weil dann einfach die Wave freeze und ist full HP. Und er ist vielleicht zu sterben gar nicht so schlecht für mich, wenn ich, kann ich vielleicht damit jetzt noch mehr Minions denyen, als wenn ich gestellt wäre. Weil ich habe jetzt Geld insane gegen Frontline Tanks, wir shredden deren Max HP. Mit unserer Passive. Echt klassisch machen wir einen Punkt auf Level 3, entweder ein Q oder ein E, je nachdem. Wie es im Matchup wichtiger ist. In dem Matchup bevorzuge ich eh. Kann er mit Gragas canceln, Nautilus so canceln, Sound Q canceln, Sound Ult canceln. Aber ihr könnt auch Q gehen. Der Karl super effizient auf Urgott, der Chapel Autotech ja sehr viel. In anderen Worten, sehr gute Sustain-Werte darüber erhältlich. Beide kein Mana mehr hier oben. Was im Wondion auf jeden Fall besser für mich ist. Der Chapel kann man mit Autotechs machen. Nicht so bad für ihn hier zu sterben. Er kann wieder die ganze Wave farmen und dann zur Lane zurück ulten. Ich hab keinen Counterplay dagegen. Im Endeffekt töte ich ihn hier, aber er kriegt die bessere Wave wieder, ne? Was der bedeutet, wenn wir den W durchskillen, haben wir viel mehr DPS. Dann hat den Shutter bekommen, er hat Rapper, er hat Wardensmail, er hat sehr viel Anti-Auto-Attacks. Mit Tabis und Wardensmail ist er wirklich sehr gut gegen mich. Bin ich tot, wenn der Gragas kommt? Level 9, das ist so frech. Der ist ja scheiße, dass er die ganze Kills bekommen hat. Dass wir da doppelt sterben, ist ein Problem in Mitte. Ich mach gerade sehr wenig Schaden, ne? Liegt er dann Wandsman und Black und Tabis. Ich mach 21 pro W-Proc. Aber wir können seinen Arm ein bisschen shredden zumindest. Ultest du mich nicht einfach? Ich hätte da sterben sollen. Okay, er hatte noch keine Ult. Ist krass, wie hart ich verliere. Okay. Er wird gleich ulten, dann ist es 1 für 1 wahrscheinlich. Ja, es ist über viel natürlich. Also was er machen muss, am Ende seines Dingens ulten, damit er mich noch slowt. Und dann kann er mich mit seiner Passive einholen. Ich brauch Boots, Leute. Ich brauch Boots. Weil sie zeigen ja bei Wardensmail, dass es so, 700 Damage geblockt, okay, bei denen Auto-Attacks ist okay, aber Tabis, Junge, 12% weniger Schaden von Auto-Attacks, das ist so insane.
Leuten zeigen. Das ist einfach krass, dass die es auch bewusst nicht zeigen wollen. Oh, fucking Games. Aber ist okay. Black Cleaver wird uns langfristig helfen. Level 11 ist ein guter Power Spike. Was er meint mit After the Buff. Ninjatubbies wurde gerade erst gebufft, weil davor war es wohl eine gebuggte Interaktion. Dass Tabis gar nicht Effekte reduziert haben, die on-hit sind. Zum Beispiel den True Damage von Kamilky oder Ogre. Ich mache 16 Damage pro W. 16. 16. Das ist krass. Ich habe vollgestackt in der Cleaver. Ich mache 16 Schaden. Warum bist du schon wieder hier, Gragas? Ist doch nicht fair. Alter. Das ist ja so insane, wie hier die Swifties reinkicken, dass ich da rauskommen darf. Ich bin von mir gekommen, wurde gegen seine E. King Sunkruise ist sehr schwer zu buffen, weil er die halt jederzeit releasen kann, aber so Gragas ist halt sehr einfach. Ja, wir den Turm früher oder später abgeben müssen. Kein Counterplay dagegen. Er ist einfach zu mächtig, der Dude. Dann Mountain Drake. Tolkien geht für die Zero Damage Challenge. Also ich kann kein besseres Item kaufen als Black Cleaver First Item. Was soll ich machen? Ja, er hat bessere Items, so I lose. Was meinst du Zero Damage Challenge? I'm trying! Was noch machen, außer Black Cleaver zu kaufen? Würde der Tollkühne den First Hurt bekommen? Es sieht danach aus. Das ist der Top-Turm. Das ist genau richtig, lieber Talon. Sehr gut erkannt. Dieser einzige Spieler pinkt die ganze Zeit. Er ist ein wilder Hase. Oh, zerschreddert, komm in den Fleischwolf, du dummes Stück. Geile Scheiße. Ah, die hat zwar auch Tabis und Warden's Mail, aber die ist nicht ganz so tanky wie Simon, ne? Aber es ist schon wild, wie tanky die alle sind. Ich muss so hart arbeiten, um irgendwas zu machen. Gehen wir jetzt aber direkt zu Redas, um Counterplay zu haben, honestly. Können Sie Redas kaufen? Wollen wir es machen? Können wir so ein Urod rein mit so einem frischen Redas? Skyline zu Redas auf Urod ist auch alle meine Beine slowen jetzt, weil sie als Fähigkeit zählen. Dann haben wir Armor Pen für Katharina, für Nautilus. Dann noch mehr Damage. Also ich kann halt. Jemand schreibt in meinem Chat, ich mache Zero Damage Challenge so, aber ich kaufe die besten Items, die ich kaufen kann. Für Damage. Was machen die denn da? Ich bin 650 Gold Shutdown. Warum machen wir einfach Drake? Warum geht unser Bot denn hinten? Botlane, why? Ich hätte die einfach sterben lassen sollen. Okay, wir gehen Ravenous. Fuck das. Wir haben nicht im Chat anlesen, durchlesen müssen. Tolkien spielt Zero Damage Challenge. Wir machen Damage. Mehr geht nicht. Kann ich das missen? Wie hat er so viel? Nessa Tay? Ich bin gerade von dort ist und gecancelt in meiner E. Wir machen Damage, by the way. So insane, wie tanky der Sound ist, oder? What is this? Ein Monster, der Mann. Wir geben unser Bestes, aber es ist immer hart, mit dem Winning, mit dem Losing-Team zu groupen. Ich würde auch nur wegpushen, wenn ich könnte. Gerade. Nicht schlimm, though, wenn wir jetzt wieder Zeit gewinnen. Das ist der Traum. Da das da macht, ist sehr schlecht. Boah, wir haben literally kein Damage-Stop. Boah, Turm schützt an Minions. Kein lokales Gold für den Gegner. Ist schon mal ein Win. Wir sollten den Turm auch gleich abgeben müssen. Schöner Catch von Thresh. Sehr, sehr geil. Geguckt, ob ich eh flashen kann, aber sie hatte noch eh. Solange wir am ersten nicht unsere Inept-Hurts verlieren, bin ich schon sehr glücklich. Euer Job ist nicht sterben. Hört auf, mich zu pingen. Macht einfach Mitte gar nichts. Sterben die Mitte, weil die 3 gegen 4 engagen. Weil sie dumm sind. Mit ihrem 1-10 Talon und der 2-5 Jinx, 1-5 Thresh. Ich habe 2 Turrets genommen und Innip. Sehr gut von mir. Da haben wir es bitte nicht geschafft, nicht zu sterben. Nicht geschafft, Nautilus noch ins Grab zu holen. Aber Innip bekommen ist sehr, sehr gut für den nächsten Nash. Wir holen es noch nach Hause. Es steht 31-15. Wenn Tifa jetzt niemals gewinnen können, kein DPS unseres AD Carries, unser Midlaner steht 1-10, keine Frontline. Wir haben keine Chance auf Mitte. Wir gehen Botlane oder wir gehen gerne Rest bitten.
Mein Play wird sich nicht ändern. Er sollte einfach rausholen, Sion. Ja. Ja, das macht es aber auch sehr einfach für ihn. Ja, da haben wir das da oben verloren. Geist ist auch gebased. Das heißt, die waren 3 gegen 2. Ja, das war ja nicht da. Ich war nicht da. Geist hat chased mich. Wenn mich ihre W trifft, wird sie reinulten. Ja, und wartet darauf, dass er gleich wieder ultert. Hat kein Cooldown im Late Game. Wenn gecancelt. Ne, wenn wir nicht. Saving the game! Can win! Junge! Nash, can win. Gerade das Game gesmurft. Rein TP'd, gesniped, Kaiser gefeiert, bap, bap, bap. Wir haben auch 3 Leute Botlane geholt, 3 Leute. Um dann weg zu TP'en, weil das natürlich der Play ist, wenn die actually zu dritt kommen, dann sollte ich TP'en und Teamfighten, weil es kein Teamfight ist. Das ist dann ein absoluter Überzahlmoment für uns. Berg ist sehr free, wir müssen einfach bloß hinlaufen. Nicht ganz genug Gold für Stopwatch, was mich ein bisschen traurig macht. Und das nächste Objective Bounty. Und haben Loki gegreet. Ich habe nicht Laterne genommen. Mal was, vielleicht kriege ich noch zurückgetradet, aber ich habe die Laterne nicht rechtzeitig genommen. No, einfach raus, Leute. Ich habe geinnt. Jetzt ist Malbert. Entweder wir werfen die Laterne früher oder halt. Oder halt, wir geben mich einfach ab. Oh, Scheiße. Ulti die Wave. Ulti einfach die Wave Jinx. Ich komme. Can win. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. Woo. Ein Turm ist fein. TP win. Ja? Deiner Chaserus Anglerus? Absolut geil von Kaiser gespielt. Dass sie da einfach uns verwirrt in der roten Zeit steppt. Ah, ist ein Banger-Game geworden, nachdem wir Mitte da Counterblades haben mit unserem Champion. Geiler Chase Mitte. Sollte er immer gewinnen. Tank Katarina. Und er hat's verloren. Ah, scheiße. Ja, kann man Ult ulten leider. Hat er gut gemacht. Flash ulte, dann konnte ich ihn nicht blocken. Flippen war. Okay, wenn Jinx dann nach hinten kam, da TP'd ja mal drauf. Ja, hat da nichts, Jungs. Haben alles gegeben. Aber es ist immer noch Toplane. Sound war ja auch super, super stark. Aber sie wird einfach hart verloren. Wir haben aufgepoppt, aber ein 1-10 Midlane auszugleichen, ist immer ein hartes Stück Arbeit. Auch mit noch an Jinx, der hat alles gegeben. Geile Plays dabei. Leider nicht wirklich wunderbar. Unser Team hat einfach zu hart verloren im Early Game. We tried. Eine sehr harte Partie noch zu holen. War trotzdem eine gute Runde. Bin ich happy mit. Jetzt fein. Schon mal wieder Urgot spielen und haben es besser draus gemacht.